Ich weiß es noch gar nicht. Was habe ich am 14. Februar? Es ist so. Valentinstag werde ich schon feiern. Natürlich, Tag der Freundschaft. Extrem schöner Tag, ein wichtiger Tag. Für mich muss man jetzt nicht immer einander Blumen kaufen und sich beschenken und so. Das finde ich jetzt nicht so schön dran, sondern schön finde ich eigentlich, dass man Tag der Freundschaft ist und dass man das wirklich auch mal darf sagen, dass jemand einem wichtig ist im Leben. Und nicht nur jetzt Bärli, sondern auch Freunde und Familie und so, dass die einfach wichtig sind und dass man es einfach im Allgemeinen feiern. Das finde ich sehr schön. Und das werde ich sicher den Leuten sagen am 14. Februar, wo mir wichtig sind. Und ansonsten, ich weiß wirklich nicht, wo ich mache meine Termine, weiss ich immer so gerade eine Woche und das noch länger ist als eine Woche, bis der kommt, weiss ich es jetzt noch nicht. Ich weiss gar nicht, ob ich das darf sagen. Ich bin seit 23 Jahren mit meiner Frau zusammen und wir feiern den Valentinstag nicht. Wir haben jeden Tag Valentinstag. Also wenn wir uns lieben, und das tun wir eigentlich immer, dann sagen wir es einander auch unter dem Jahr und ich bringe auch sehr gerne mal Blumen unter dem Jahr. Also von dem her, Valentinstag gibt es in meiner Familie und in meinem Umfeld nicht so. Aber da ich natürlich Musiker bin und schon auch verstehe, dass Leute das feiern, bin ich natürlich immer sehr gerne dabei, wenn jemand überraschen will mit einem Ständchen oder mit einer Nachricht von mir, dann mache ich das immer sehr gerne. Darum ist Valentinstag für mich jetzt nicht etwas, das ich nicht kenne, aber für mich persönlich hat es nicht viel Bedeutung. Valentinstag feiere ich eigentlich nicht. Habe ich noch nie gefeiert. Habe ich jetzt dem noch nie eine spezielle Bedeutung oder Gewicht gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Es geht ja so das Gerücht um den Valentinstag, das sei von der Blumenindustrie quasi erfunden worden. Ich weiß es nicht genau. Ich habe selber nicht eingehend recherchiert. Aber ich bin generell mit so Festtagen, es gibt eigentlich selten wirklich so Festtage, wo ich so finde, mal, das feiere ich jetzt traditionell. Und darum. Aber hey, wenn es nicht ist, kann noch kommen. Ich Valentinstag feiern, ist ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt wieder eine Beziehung. Ich war 4-5 Jahre Single gewesen und ich werde sicher mit ihr irgendetwas feiern oder machen. Was ich aber auch gerade mir in den Sinn gekommen ist, es kommt mein neuer Tisch. Ich habe einen Tisch bestellt und ein paar Möbel und Sachen und die kommen auch am Valentinstag. Ja, die muss ich morgen in Empfang nehmen und nachher vielleicht den Tisch schön herrichten und auf dem Tisch als Einweg vielleicht ihr etwas Schönes kochen. Hä? Wäre das eine Option? Valentinstag müsste jeder Tag sein. Ich lasse mir von niemandem sagen, wenn ich meiner Frau Blumen schenke. Das ist wie Fasnacht. Wenn ich was blöd tue, tue ich blöd. Aber was fix ist, ist, am 21. ist Sing mein Song. Das müsst ihr euch eintragen. Valentinstag könnt ihr streichen. Ja, am besten mit meiner Frau zusammen. Und ja, mal schauen. Du sind mit etwas überraschen.